Wir befinden uns immer noch in Köln auf dem Booktuber-Treffen, beziehungsweise nach dem Booktuber-Treffen und heute mal in einer anderen Konstellation. Und zwar mit Sandra von Being Sandra, Christine von Christinchen, wie in den anderen Videos auch, wobei ich nicht weiß, in welcher Reihenfolge ich sie hochlade, egal. Und mit der lieben Juli von Juli Bücher. Und wir machen ein Try-A-Chapter. Wir haben mehrere Runden. Auf jedem Kanal kommt eine Runde online, also schaut bei den anderen auch gerne vorbei. Und in dieser Runde möchte ich Ich bin nicht tot von Anne Frazier lesen, das ich von der lieben Christine mitgebracht bekommen habe. Und hier geht es um eine Ermittlerin, die wohl 3 Jahre lang in der Gewalt eines Entführers war. Ja. Und jetzt wieder in die Ermittlungsarbeit einsteigt und die wahrscheinlich irgendwie von den Geistern der Vergangenheit eingeholt wird oder so ähnlich. Ich habe in der Buchhandlung den 2. Teil gesehen und der hat mich sehr neugierig gemacht. Deswegen wollte ich den 1. zuerst lesen und deswegen probiere ich den jetzt mal aus. Genau. Was hast du dir denn Schönes ausgesucht? Ich habe mir ausgesucht von Gabriel Talent Mein Ein und Alles. Ja, ein Buch, das ja die liebe Sarah von The Sarah Story wirklich jetzt zuletzt sehr detailliert rezensiert hat. Wo es um so eine kranke Vater-Tochter-Beziehung geht, so ein bisschen. Also die leben halt seit dem Tod der Mutter sehr abgeschieden, der Vater und die Tochter, im Wald. Und es läuft auch alles ganz gut, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Tochter eben einen Jungen kennenlernt und sich so ein bisschen von Martin, so heißt der Vater, so abseilen möchte. Das passt dem aber gar nicht und kämpft dafür dann, ja, wie es hier stand, es beginnt ein Kampf auf Leben und Tod und es soll wohl, also was er alles mit seiner Tochter macht, soll wirklich so ein bisschen schon in eine Psychonummer reingehen. Mit dem Unterschied, ja, dass diesmal die Tochter wohl nicht nur das Opfer ist, sondern irgendwie auch Mittäter, ne, was so ein bisschen, ja, finde ich wirklich unglaublich interessant klingt und ja, bin sehr gespannt, wie mir die ersten Seiten gefallen werden. Und ob ich da auch schon was erlesen kann oder ob ich mir denke, noch ein bisschen weiterlesen, ja. Ja. Wer fängt an? Mach ich weiter. Ich habe mir Das Haus der Mädchen von Andreas Winkelmann ausgesucht. Hier geht es zum einen um, ich glaube, Leni hieß sie. Die kommt in eine neue Stadt für ein Praktikum und zieht da in eine WG und versteht sich mit der Mitbewohnerin auch ganz gut. Also es scheint ganz gut zu laufen. Und die ist aber am nächsten Tag einfach verschwunden und keiner weiß, wo sie ist. Und dann fängt Leni halt an, sie zu suchen, weil das lässt sie einfach nicht los, weil sie sich mit der ja auch gut verstanden hat. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Handlungsstrang scheinbar, wo ein Mann einen anderen beobachtet, wie der jemanden erschießt. Und weil er dann Angst hat, selber zum Opfer zu werden, weil er das ja gesehen hat und den Täter kennt, versucht er den Täter zu finden. Also er hat ihn sozusagen nur gesehen und weiß nicht, wer er ist. Und irgendwie hängen die beiden Fälle zusammen und weil ich keine Ahnung habe, wie die beiden zusammenhängen und ja, auch keine Idee habe, habe ich das mal mitgenommen und deswegen werde ich das jetzt mal anlesen. Das klingt gut. Ich habe mir eine Liebesgeschichte rausgesucht, die habe ich tatsächlich von zu Hause mitgebracht, die wollte ich nämlich unterwegs lesen. Ja, man ist ja immer motivierter, als man Zeit hat dann meistens. Und zwar ist es ganz neu, das ist Up All Night von April Dawson. Und da geht es um Taylor. Und Taylor hat wohl viel Pech in ihrem Leben momentan. Also die hat ihren Job verloren an den Kollegen. Und dann hat sie auch noch ihren Mann, nee, Freund, mit einer anderen im Bett erwischt und läuft bei ihr, würde ich sagen. Mhm. Jetzt sucht sie dringend, ja. Sucht sie dringend halt eine Wohnung. Und sie kommt bei einem Freund unter in der WG
Und mit dem war sie wohl mal, das war wohl mal ihr bester Freund. Und natürlich, ja, ist der total heiß, wenn ich das hier richtig lese. Sexy Tattoos, total unwiderstehlich. Mhm. Und wie immer, eigentlich wie immer. Kann sie so einen jetzt gar nicht gebrauchen. Aber wir können uns vorstellen, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Und jetzt bin ich total gespannt. Ja, einfach mal was Lockeres, Leichtes. Oh. Ja. Ja. Oder Genre-Mix, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Jetzt werden wir mal reinlesen. So um die 20 Seiten haben wir uns vorgenommen. Und dann halten wir euch wieder auf dem Laufenden. Ja, wir haben fleißig gelesen. Und ich habe bei Ich bin nicht tot in den ersten 20 Seiten unsere Protagonistin kennengelernt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Jude, ja, genau. Den habe ausnahmsweise ich mir mal gemerkt, weil die so verrückt ist. Ja, ich war mir irgendwie nicht mehr sicher. Und wir erfahren hier, wie sie aus ihrer Gefangenschaft fliehen konnte. Also sie wurde in einem sehr, sehr dunklen Keller gefangen gehalten und ja, konnte ihren Angreifer dann eines Tages, dadurch, dass sie ja 3 Jahre lang beobachten und hören und wahrnehmen konnte, überwältigen und ja, sich freikämpfen. Und ihr erster Gedanke war, ich muss irgendwie nach Hause. Hat dann also halben Taxifahrer gekidnappt und ist dann zu ihrer Adresse gefahren. Und sie wusste da, oder sie weiß, dass sie einen Freund hat, aber ihr ist der Name des Freundes entfallen, was ich dramatisch fand, aber auch irgendwie realistisch, weil 3 Jahre lang war das nicht dein größtes Problem, dich an den Namen des Freundes zu erinnern. Und ja, dann steht sie vor der Haustür, klingelt. Ich glaube, sie ist noch halb nackt, nur mit irgendeiner Jacke provisorisch bedeckt. Und ja, dann macht der Freund auf, inklusive neuer Freundin, was natürlich mal super deprimierend ist zum einen. Und ja, sie denkt sich, schön, wo gehe ich denn jetzt hin? Das war das einzige Zuhause, an das ich mich wenden konnte, was jetzt kein Zuhause mehr ist. Und ist halt mit der Situation total überfordert irgendwie. Und ich finde, das kommt auch super gut raus in den ersten 20 Seiten. Und das Zweite, was ihr einfällt, ist ihre Arbeit. Und somit fährt sie in die Arbeit und auch die Kollegen erkennen sie zuerst nicht, weil sie ja gefühlt total gealtert ist, hat weiße Haare und sieht 10 Jahre älter aus, als sie eigentlich ist. Und ja, ich stelle mir das ziemlich deprimierend vor, wenn einen keiner erkennt. Keiner freut sich so, hey, du bist wieder frei. Du stehst da und jeder ist geschockt irgendwie so. Auf der anderen Seite kann ich mir richtig bildlich vorstellen, ja, wie er aussah, ne? Ja. Und besonders der Freund, der hat auch gesagt, weil Jude meinte, ja, da hast du dich aber schnell mit einer anderen getröstet. Und er hat gemeint, du warst 3 Jahre weg. Und der hat wahrscheinlich auch gedacht, sie ist tot oder sowas. Und ihr kam das gar nicht so lange vor. Und ja, sie hat ihn dann gefragt, wie lange er auf sie gewartet hat und er hat gemeint, 1 Jahr. Und dann ist ihr das so bewusst geworden, so, der hat auch nur Scheiße durchgemacht in der Zeit. Also ich fand, dass die Emotionen da sehr gut rüberkamen und ich bin jetzt gespannt, weil die müssen ja dann zusätzlich wahrscheinlich auch noch einen Fall bearbeiten, der ja jetzt noch gar nicht so in den Vordergrund gerückt ist, aber das wäre jetzt auf jeden Fall ein Buch gewesen, das hätte ich jetzt auch locker weiterlesen können. Ja, fand sehr ich gut. Echt sehr gut, ja. Liebe Sandra. Ja. Also bei dir hat man ja bei 20 Seiten extrem viel erfahren. Ja, ich habe das echt Gefühl, viel dass erfahren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nur Bücher habe, die irgendwie erstmal Anlauf brauchen. Vielleicht ist es so mit diesen schweren Büchern so, dass die erstmal so. Ja, also denke ich jetzt wirklich. Die Story erstmal so. Ja, aber bei meiner ersten Wahl war es ja auch, also die bei Sandra online kam, da habe ich ja auch nicht so viel erfahren. Ja. Also allgemein muss ich sagen, dass der Schreibstil mir gut gefällt. Die Beschreibungen von Natur, Menschen und allem drumherum ist wirklich sehr detailliert und auch sehr cool. Ich habe bis jetzt
wirklich nur ganz grob erstmal Turtle, heißt sie, die 14-Jährige, und ihren Vater Martin so ein bisschen kennengelernt. Man merkt von Anfang an, dass es irgendwie so ein bisschen komisch ist, das Verhältnis. Also sie kennen sich, lieben sich, aber sie sind auch trotzdem irgendwie so ein bisschen verhalten gegenüber. Also es ist irgendwie so ganz crank. Er hat sie von klein auf mit Waffen erzogen, also ihr gezeigt, wie man mit Waffen auf jeden Fall umgeht. Das habe ich schon erfahren. Und jetzt gerade ist es so, also ich habe ja nur bis Seite 20 gelesen, da war sie eben gerade in der Schule. Ja, und er hat sie natürlich auch zum Schulbus gebracht, so. Also es ist schon so ein bisschen Kontrolle, obwohl sie gemeint hat, du musst mich nicht bringen. Und irgendwie, ja. Mehr ist, es ist halt noch nicht ganz so viel passiert. Also ich bin gerade erst in der Situation in dieser Schulklasse gewesen, wo ich erstmal so ihre Freundinnen oder auch Nicht-Freundinnen, ich glaube eher Nicht-Freundinnen, kennengelernt habe, weil sie hat so mit denen normal geredet und hat in sich aber schlecht gedacht von ihnen. So auch mit Schimpfworten und sowas. Also ich muss, also ihren Charakter muss ich erst kennenlernen. Das ist mir alles noch nicht so ganz schlüssig. Und ja, ich denke, ist auch wieder ein sehr schweres Buch. Ich sollte im nächsten Teil vielleicht mal zu Young Adult greifen oder sowas. Genau. Aber ich bin trotzdem gespannt. Wiederum würde ich aber tatsächlich gerade eher das Buch von Teil 1 weiterlesen, was in meinem Video war. Das Dünne, genau. Interessant. Ja, dann mache ich weiter. Bei mir ist meiner Meinung nach ziemlich viel passiert und trotzdem weiß man nichts. Okay. Also ich habe 3 Kapitel gelesen und ich hatte ja vorhin gesagt, es geht ja darum, dass ein Mann sieht, wie ein anderer erschossen wird. Und wir erfahren das im ersten Kapitel aber aus der Sicht von dem, der erschossen wird. Aha. Und auch interessant eigentlich. Ja, also ich, das ist jetzt kein Spoiler, ist ja im ersten Kapitel. Der fährt auf jeden Fall bei einer Straße lang und sieht dann einen weißen Kastenwagen und in diesem Kastenwagen sieht er an einem Fenster eine Hand, die da so dran klatscht und dann so blutige Streifen hinterlässt. Wie und bei Titanic, nur genau, in ja, creepy. Genau, und er möchte davon ein Foto machen. Das ist auch die Cover, oder? Nee, das ist, glaube ich, die Klingel von dem Haus. Ah, okay. Ja, und auf jeden Fall möchte er davon ein Foto machen und wie das halt so ist, mit Handy am Steuer, kriegt er das irgendwie nicht auf die Kette und dann baut er einen Unfall. Und dann kommt dieser Kastenwagen zurück und dann steigt da halt ein Mann mit einer Waffe aus. Hm. Genau. Und dann haben wir noch die Protagonistin kennengelernt, also diese Leni, die neu in die Stadt kommt. Die war mir auch direkt sympathisch, einfach weil sie sehr viel liest. Und dann auch meinte, ja, wenn man halt so viele Bücher liest, dann kann man keinen Sport machen. Und deswegen Das hatten wir heute doch auch schon. Genau, ja. Und dann war sie halt total fertig, als sie da zu ihrer Wohnung gelaufen ist. Das war mir direkt sympathisch. Ja, und auch die hat irgendwie direkt vor ihrer Wohnung eine sehr merkwürdige Begegnung, dass sie da ein Mädchen in ihrem Auto sieht, die eigentlich aussteigen möchte, aber es scheinbar jemanden gibt, der sie nicht aussteigen lassen will. Boah, das finde ich echt creepy. Ja, also das waren jetzt so 2 Kapitel und dann kam noch ein drittes, was noch eine andere Sicht hatte, was genauso ein bisschen gruselig war. Also ich würde es auf jeden Fall direkt weiterlesen und mir gefällt der Schreibstil auch ganz gut. Und ja, also es hat halt mit dem, was hinten drauf steht, jetzt noch nicht so viel zu tun gehabt, aber man hat halt so viele Perspektiven, die alle irgendwie so interessant sind, dass man alle weiterlesen möchte und das fand ich ziemlich. Und würdest du da durcheinander kommen mit den vielen Perspektivwechseln? Also ich weiß es nicht, wenn es jetzt noch mehr werden würden, also man braucht ja mindestens noch die Sicht von dem, der diesen Mord gesehen hat. Ja, aber also ich glaube, so 3 Perspektiven würde, glaube ich, gehen. Und die sind auch, so wie ich es jetzt gesehen habe, sehr unterschiedlich. Von daher. Aber die Perspektive von dem, der umgebracht wird, die fällt ja einem weg. Ja, okay. Also ich glaube, so um die 3 Außer es wird ein Mystery-Thriller. Ja, außer es wird ein übernatürlich, richtig. Ja, ich habe laut lachen müssen, denn ja, ich habe ja Up All Night gelesen und es ist exakt das passiert, was auf dem Klappentext steht. Wir haben Taylor. Und ich muss gleich ganz ehrlich sagen, es ist so viele Zufälle, das kann man nicht ernst nehmen. Ich sehe das schon ein bisschen so als Chiclet, so wie die Schnäppchenjägerin. Und das erinnert mich auch tatsächlich so ein bisschen an die Schnäppchenjägerin, wenn das jemand kennt, die Shopaholic-Reihe. Und wir haben Taylor und die ist eigentlich ein ganz, die arbeitet bei einer Zeitung als Kolumnistin.
Und die ist da mit Herzblut dabei und macht es auch ganz gern. Und hat auch diese Kolumne, wo sie irgendwie günstige Outfits finden soll, ins Leben gerufen. Und die hat da auch ihre beste Freundin in dem Verlag und die fühlt sich da wohl, die fühlt sich da zu Hause. Und der Chef ist knallhart und er sagt, also die hat, wollte mal eine neue Idee ausprobieren. Und der ist da knallhart und sagt, du hast dich verändert, tschüss. Deine Kolumne bekommt jemand anders, tschüss, kannst gehen, Koffer packen. Ja, und so ist er halt mal eben mir nichts, dir nichts, ihren Job los. Ich weiß nicht, ob das wirklich so knallhart im Verlagswesen ist, aber ich kann mir das bei so Modezeitschriften vorstellen, glaube ich. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Also ist schon mal scheiße, sie hat ihren Job verloren und sie ist auch total am Boden, weil sie hat jetzt dann auch nicht mehr so den Kontakt zu ihrer besten Freundin. Ist dann immer blöd, wenn die dann immer Kollegen dann sind. Also ich sag doch, ja, wir bleiben schon befreundet, aber das ist einfach nicht mehr so das Gleiche dann wahrscheinlich. Ja, dann will sie nach Hause fahren und kriegt gerade mit, wie zwei Typen ihr Auto klauen, rennt noch hinterher und tschüss Auto. Auto gestohlen, läuft richtig nicht bei ihr. Und ja, sie zeigt das natürlich gleich bei der Polizei an, geht nach Hause und da ruft ihr Vater an und der ist, sie will sich noch zusammenreißen, weil der ist dann immer besorgt gleich, ne? Und er sagt, pass auf, reiß ihm richtig den Hintern auf. Und sie denkt sich, hä, wieso? Jetzt muss man noch dazu wissen, ihr Freund ist ein Musiker, der durch YouTube bekannt wurde. Der hat irgendwie über YouTube Songs hochgeladen und wurde dadurch eben bekannt. Und sie bekommt eben über Social Media mit, dass der mit der Nachbarin rummacht. Das ist auch nett. Okay. Und der kommt dann irgendwann nach Hause und ja, sie muss ihn natürlich zur Rede stellen, macht sie nicht, sie tut so, als würde sie ihn noch umarmen, so, hi Schatz, und die tritt ihm richtig in die goldene 12. Und da musste ich halt dann auch so lachen. Und ja, dann häufen sich halt die Zufälle, ne? Jetzt hat sie dann auch schon ihren Freund dann quasi verloren. Sie verlässt die Wohnung mit einer Reisetasche und sagt noch zu ihm, pass auf, du schickst mir gefälligst die Sachen nach von mir an meine neue Adresse. Wenn du irgendwelche Mätzchen machst, dann mache ich dich einfach öffentlich zur Sau. Ganz einfach, da kenne ich nichts. Und geht. Ja, jetzt steht sie halt draußen, hat keine Ahnung wohin. Und dann wurde es schon ein bisschen arg, ne? Wo ich dann sage, jetzt reicht's dann mal, weil sie begegnet draußen einem Typen, den sie zufällig aus der Highschool kennt, keine Ahnung, vor Jahren. Und der sagt so, hey Taylor, hey, ich bin's, der aus der Schule. Und sie so, der heiße Typ, den kenne ich aus der Schule. Der tätowierte Mann. Und sie erkennt ihn und er sagt so, hey, wie geht's dir denn? Und dann willst du halt, bei mir wohnen? Und dann fällt ihr ein, wie beschissen ihr Leben gerade ist und fängt einfach nur das Weinen an und dann war das dann auch zu Ende. Das waren... Wie viele Seiten hast du gelesen? Ich habe 25 gelesen, glaube ich. Hat sie jetzt auch wie 100 Seiten haben gelesen? Ja, ja, das ist viel passiert. Nee, 28. Okay. Ich habe auch das zweite Kapitel da noch gebraucht. Und über den Kapiteln, dann sieht man auch immer so den Namen. Also da gehe ich mal davon aus, dass wir auch mal Dans sicht. Okay. Also von ihm halt, von dem Typen. Ja, ja. Ich finde es lustig, aber das ist wirklich mit Humor zu nehmen, weil, tut mir leid, also nix ernst, das ist nicht realistisch. Ja, ja, ein bisschen too much. Aber es ist sehr schön, wenn man das weiß, dass man es nicht ernst nimmt, dann ist das schön. Sehr schön. Freue mich sehr aufs Weiterlesen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr eins der Bücher schon gelesen habt oder ob ihr vielleicht auf eines jetzt neugierig geworden seid. Und wenn ihr wissen wollt, was wir uns noch für Bücher fürs Tri-Chapter ausgesucht haben, dann schaut auf jeden Fall bei den anderen drei noch vorbei. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüss! Tschüss!